Hallo und herzlich willkommen. Therapeutische Antikoagulation in der Sepsis muss sein. Meine Kontrarede. Und ich will ehrlich mit Ihnen sein, am Anfang haderte ich ein wenig, bevor ich zustimmte, diesen Vortrag zu halten, denn aus pathophysiologischen Grundgedanken heraus kann man schon mal auf einen solchen Gedanken kommen, den Gedanken einer therapeutischen Antikoagulation in der Sepsis. Doch dann las ich mir den Titel nochmal genau durch. Therapeutische Antikoagulation in der Sepsis muss sein. Und ich störte mich sehr an dem Muss. Und es erinnerte mich auch ein Stück weit an die Staatsexamina damals im Medizinstudium, wo das Wörtchen muss eigentlich der perfekte Indikator dafür war, dass es sich bei der Aussage um die falsche Antwort handelte. Inwiefern das jetzt auch für uns bei diesem Thema gelten kann, das möchte ich in den nächsten 10 bis 15 Minuten mit Ihnen aufarbeiten. Eines der Hauptthemen, die uns verfolgen wird, auch in Zukunft, nicht nur für diese Diskussion und diesen Vortrag, ist, dass es die Sepsis nicht gibt. Also, verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich gibt es die Sepsis, aber es gibt eben nicht die eine Sepsis. Das septische Erkrankungsbild ist hochindividuell und multifaktoriell in Abhängigkeit von den Pathogenen, die die Sepsis auslösen. Es hängt davon ab, inwiefern welche Organe betroffen sind im Organversagen. Braucht es eine extrakorporale Therapie? Gibt es Begleiterkrankungen? Wenn ja, welche? Handelt es sich um einen chirurgischen oder nicht chirurgischen Patienten? Wie ist die Gerinnungssituation zum Startpunkt? Wie entwickelt sich diese im Verlauf? Gibt es wirklich eine septisch induzierte Koagulopathie und wie verläuft diese in hochindividuellen Geschehen? Die Inflammation und Gerinnungsaktivierung sind die beiden führenden Faktoren, die zu einer inflammatorischen Thrombenbildung führen. Pathogene stimulieren Makrophagen bzw. Monozyten, die ihrerseits über verschiedene Mediatoren Prozesse der Inflammation, also der Entzündung, in Gang setzen. Und die inflammatorischen Zytokine aktivieren Neutrophile, die wiederum über sogenannte Neutrophil Extracellular Traps und unter Einbindung des Komplementsystems und weiterer Mediatoren eine Schädigung des Endothels provozieren. Unter septischen Bedingungen kommt es hierbei einerseits zu einer Aktivierung der Gerinnung und andererseits zur Beeinträchtigung gerinnungshemmender Systeme. Durch die besagte pathogenassoziierte Aktivierung wird Tissue Factor intravasal bereitgestellt, was zu einer intravaskulären Aktivierung der Gerinnung führt. Diese Neutrophil Extracellular Traps aktivieren die Gerinnung über einen Intrinsic Pathway und die Faktor 10a vermittelte Thrombinbildung wird erleichtert. Gleichzeitig kommt es zur Inaktivierung des antikoagulatorisch wirksamen Tissue Factor Pathway Inhibitor, der in der Abbildung hier als TFPI bezeichnet ist, und Fibrinolyse-Inhibitoren, wie zum Beispiel Plasminogen-Aktivator-Inhibitor, also PI-1, und thrombinaktivierbarer Fibrinolyse-Inhibitor, der TAFI, werden unter septischen Bedingungen hochreguliert und fördern damit den Prozess der mikrovaskulären Thrombenbildung, indem sie eben den Abbau von Fibrin verhindern. Ein komplexes Ungleichgewicht zugunsten der Thrombenbildung. Und dieses komplexe System findet sich in einem stetigen Fluss und ist von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der unterschiedlichsten Einflussfaktoren auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Aufgrund der vielschichtig ablaufenden Prozesse sah man in der Vergangenheit auch unterschiedliche Ansatzpunkte, um in einer Behandlung einzusteigen. So wurden bisher der hier dargestellten Pathophysiologie folgend auch nachvollziehbar Studien veröffentlicht mit dem Behandlungsansatz der Antithrombingabe oder auch Protein-C-Gabe, der Therapie mit Thrombomodulin und auch mit Heparin. Jetzt möchte ich natürlich nicht hier auf jede einzelne Studie eingehen, insbesondere die Veröffentlichungen, die schon 20 Jahre alt sind, sind Ihnen inklusive Geschichte mit Einführung und wieder Ende von Protein-C als Beispiel hinreichend bekannt. Und 2019 in der JAMA publiziert noch einmal ein Versuch an über 800 Patienten, die Wirksamkeit von Thrombomodulin darzustellen, wobei sich keine Verbesserung der 28-Tage-Mortalität zeigte. Und auf die Gabe von Heparin möchte ich etwas spezieller eingehen, weil sie in unserem Breitengraden ja noch am verbreitetsten ist.
Hier habe ich Ihnen eine Meta-Analyse mitgebracht. In dieser Meta-Analyse wurden Studiengruppen mit Sepsis-Patienten, also solchen einer sepsisinduzierten Koagulopathie und mit einer sepsisinduzierten disseminierten intravasalen Koagulopathie eingeschlossen und eben auch fortwährend in diesen drei Patientengruppen im Review unterschieden. Einige Ergebnisse dieser Meta-Analyse habe ich Ihnen hier besonders hervorgehoben. Trotz der signifikanten Verringerung der Sterblichkeit in der koagulopathischen Population mit Sepsis zeigten die Analysen auch, dass die Antikoagulantientherapie mit einem erhöhten Risiko für Blutungskomplikationen verbunden ist. Und diese Komplikation zieht sich wie ein roter Faden durch alle Untersuchungen, die mit der therapeutischen Antikoagulation und unseren Sepsis-Patienten in Verbindung stehen. Das Blutungsrisiko betraf allerdings nicht nur die Gruppe mit der disseminierten Koagulopathie, sondern alle drei Studiengruppen, die in dieser Analyse inkludiert worden sind. Zusammengefasst wurde festgehalten, dass die Antikoagulation in der Gesamtpopulation der Sepsis-Patienten keine positiven Effekte auf das Überleben hatte, wobei sich durchweg ein erhöhtes Blutungsrisiko zeigte. Vor der eben gerade gezeigten Untersuchung wurde auch schon 2015 in Critical Care Medicine ein systematisches Review aus Kanada mit Einschluss von 2600 Patienten aus 9 Studien veröffentlicht. Die Kollegen postulierten hier, dass Heparin die Mortalität, wenn auch nur geringgradig, aber dennoch senken würde, ohne hierbei das Risiko für eine Blutung zu erhöhen. Jedoch befand sich in diesem Review nur eine Untersuchung, die auch Patienten mit Koagulopathie einschlossen. Und teilweise wurden Patienten dieser Untersuchung nicht auf Intensivstationen behandelt, weil sie nicht kritisch krank waren in den anderen eingeschlossenen Studien. Und somit sind die Ergebnisse aus dieser Untersuchung auch nur unter Berücksichtigung dieses entsprechenden Hintergrundes zu bewerten. In einer dritten Meta-Analyse, einer der letzten großen aus dem Jahr 2018, wurden 1340 Sepsis-Patienten aus 9 verschiedenen Studien eingeschlossen und untersucht wurden abermals die Mortalität, der Verlauf bei disseminierter intravasaler Koagulopathie und die Blutungskomplikationen. Diese Meta-Analyse ergab als Ergebnis ebenfalls keinen signifikanten Unterschied im Risiko für Sterblichkeit und Blutungskomplikationen im Vergleich von Placebo und allen 4 gerinnungshemmenden Therapie einsetzen bei den Patienten mit septischer disseminierter intravasaler Koagulopathie. Die Ergebnisse zeigten auch, dass eine Antithrombinbehandlung mit einer 5-fach höheren Wahrscheinlichkeit für die Besserung einer DIC verbunden war, aber die Autoren selbst räumten allerdings ja auch ein, dass die Anzahl guter Studien zu gering war, auch der inkludierten, um insbesondere bezüglich Sepsis-Patienten mit disseminierter intravasaler Koagulopathie eine abschließende Beurteilung treffen zu können. Nun, letztendlich scheint es in Zusammenschau aller Befunde so zu sein, dass sehr wohl die Sepsis mit ihrer sepsisinduzierten Koagulopathie und thrombogenem Risiko ein berechtigtes Dauerthema ist. Und gleichzeitig müssen wir natürlich überlegen, wie wir es schaffen, das Monitoring sicherzustellen, wie Patienten aus den thrombogenen Phasen in offenkundig blutende Phasen übergehen, ohne es noch zu verschlimmern. Immer wieder sehen wir zwar Hinweise, dass unter Umständen auch basierend auf den pathophysiologischen Grundgedanken, die wir hier schon besprochen haben, verfolgte Therapiekonzepte der Antikoagulation funktionieren könnten. Dennoch bleiben Patientengruppen schwer vergleichbar und wir verpassen offensichtlich die richtige Dokumentation und Erfassung der komplexen Dynamik, um den Überblick über unser bestenfalls individuelles Patientenmanagement behalten zu können. Und so wundert es nicht, dass mehrere Fachartikel, die sich mit diesem Thema wirklich sehr sinnhaft auseinandergesetzt haben, letztendlich auf dieses Ergebnis kommen, dass mit der Antikoagulation bei Sepsis-Patienten nicht nur das Timing, sondern auch die richtige Patientenauswahl eine Schlüsselrolle spielen. Nicht zuletzt gilt es selbstverständlich, die tödliche Trias aus einer Blutungsneigung, fehlenden oder schlechtem Monitoring bzw. Screening und einer laufenden therapeutischen Antikoagulation zu verhindern. Und das trifft auch den Kern unserer Diskussion, die wir hier heute führen,
und die ich in meinem Kontrapunkt annehmen möchte. In diesem Jahr im Anästhesisten veröffentlicht von Oktober 19 bis Mai 20 eine deutschlandweite Online-Umfrage unter ärztlichen Leitenden von Intensivstationen. Diese wurden ab April 2020 durch einen zusätzlichen Fragenblock ergänzt, was die Sepsis bei Covid-Patientinnen und Patienten betraf. Die meisten Teilnehmenden arbeiten entweder an einer Uniklinik oder auch an einem akademischen Lehrkrankenhaus, also nicht den kleinen Dorfkliniken von nebenan, denen man fehlende Ressourcen unterstellen müsste. Die Umfrageergebnisse zeigen eine ausgeprägte Heterogenität in der klinischen Praxis in Bezug auf Thromboseprophylaxe und auch die Behandlung der sepsisinduzierten Koagulopathie. In einem exemplarischen Fall, hier dargestellt an einer pneumogenen Sepsis, waren niedermolekulare Heparine mit Abstand am häufigsten genannt. In der Mehrzahl der Fälle wird aber Anti-CNA-Aktivität bei der Verwendung von den niedermolekularen in Prophylaxedosen nicht überwacht. Und unfraktioniertes Heparin wurde in gut 37% der Fälle als Strategie zur Prophylaxe genannt, wenn es sich um die pneumogene Sepsis handelte. Bei einem anderen exemplarischen Fall, nämlich der abdominalen Sepsis, gaben über die Hälfte der Teilnehmenden an, dass unfraktioniertes Heparin oder niedermolekulares mit PTT-Kontrollen eingesetzt worden ist. Auch hier, die Anti-CNA-Aktivität unter prophylaktischer Antikoagulation wurde nur in 10% der Fälle mit gemessen und überwacht. Spannend ist auch, dass ein systematisches Screening auf sepsis-assoziierte Gerinnungsstörungen hier mehr oder weniger überhaupt nicht stattfindet. Und die Muster beim Einsatz von Antikoagulantien weisen erhebliche Unterschiede auf in den verschiedenen Managements. Also, letztendlich muss man sich schon die Frage stellen, ob wir unter den hier genannten Bedingungen mit folgender Zusammenfassung für eine therapeutische Antikoagulation gerüstet sind. Wir geben niedermolekulare Heparine ohne Monitoring der Faktor-CNA-Aktivität. Es steht kaum der Einsatz von viskoelastischen Tests für die differenzierte Beurteilung von Gerinnung zur Verfügung oder wird nicht angewendet. Es findet kaum eine Messung von Thrombozytenfunktionen statt. Immerhin ist die Thrombozytenfunktionsstörung mit die häufigste Ursache für perioperative Gerinnungsproblematiken. Es gibt kaum ein systematisches Koagulopathie-Screening. Ein routinierter Einsatz von Antithrombin ist unbekannt und eher unwahrscheinlich und es gibt auch keine Erfahrungen mit Thrombomodulin, sodass wir uns hier zunächst auf das Heparin zurückziehen müssen unter den jetzt hier dargestellten Vorgaben. Damit ist mein Fazit, dass wir aktuell blind fliegen und zwar bezüglich der Diagnose von Sepsis bzw. sepsis-induzierter Koagulopathie, bezüglich des Verlaufs der Koagulopathie und offenkundig auch bezüglich der Wahl des richtigen Antikoagulants, weil die Daten hier nicht eindeutig sind und auch Heparin in Verbindung mit den anderen oder verglichen mit den anderen Optionen sich jetzt nicht so wirklich musterknabenmäßig hervorgetan hätte. Und damit ist meine Take-Home-Message für heute in dem Kontrapunkt zum Thema therapeutische Antikoagulation bei Sepsis. Sepsis ist ein hochindividuelles und multifaktorielles Geschehen, das auch ein individuelles Handeln erfordert. Klinische Strategien und Monitoring müssen den Sepsisverlauf darlegen, um handlungsfähig zu sein. Und wir kommen zwar jeden Tag mit Untersuchungen und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen etwas näher zum Ziel, aber bis dahin gilt die Regel, dass wir es nicht schlimmer machen, als es eh schon ist.